Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farmville 2. So, es gab jetzt irgendwie ein gratis Werkzeugschuppen, womit man unter anderem den Wasserbedarf von Bäumen reduzieren kann. Und ich habe den jetzt platziert und hier gibt es anscheinend jetzt direkt eine Erklärung noch dazu. Hey, toller Werkzeugschuppen, dafür erhältst du Baumscheren. Yay! Hier sind welche zum Ausprobieren. Schneide Bäume mit Scheren, damit sie traditionell werden. Vielen Dank. Was auch immer es bedeutet, wenn ein Baum traditionell wird. Das ist der Werkzeugschuppen. Okay, verwenden. Okay, ich soll den Apfelbaum beschnibbeln. Dann machen wir das. Du hast 4 Baumscheren verwendet. Wohl eher verschwendet. Okay, der Baum ist jetzt traditionell und liefert traditionelle Erzeugnisse für bessere Rezepte. Okay. Interesting. Du hast von einem traditionellen Baum geerntet. Jetzt kannst du traditionelle Rezepte für Doppeltmünzen und Tee zubereiten. Ah, das ist natürlich cool. Aha. Okay, gibt's hier irgendwas mit Äpfeln? ich glaube gerade, ich will jetzt zumindest gerade mal noch nicht danach suchen. Ach, guck. Und wie viel kostet mich das jetzt, wenn ich den gießen möchte? Echt nur ein? Sehr gut, es ist ein Apfelbaum. Wow, guck, das sieht jetzt viel toller aus. Wir bekommen jetzt... Wir haben 17 Baumscheren. Das ist natürlich eine coole Sache. Okay. Wow. Wie sehen die Bäume jetzt aus? Ah, okay. Ich kann jetzt in 17 Stunden kann ich jetzt um mehr Baumscheren betteln bei euch. Okay. Ich würde das gerne bei einem Hühnchen haben, dass ich da mehr. Naja, gut. So, hier hinten ernten wir normale Äpfel. Kann ich daraus dann auch Futter machen? Aus diesen Special-Sachen? Oder kann ich die nur... Ja, das geht tatsächlich. Wobei das jetzt nicht unbedingt viel mehr Futter gibt. Würde ich jetzt dann nicht unbedingt für Futter hernehmen, tatsächlich. So, die Schafgarbe nehme ich jetzt mal für Futter. So, und jetzt wird hier erstmal... Ja, warte mal, den Mais können wir erst noch abernten. Dann sehe ich auch eher, wo ich hin muss. so. Häschen füttern, Hühnchen. Soon ist gut, dass wir es füttern können. So, und ich glaube... Ach, da hinten die Kuh. Ich vergesse immer da hinten die Kuh. So ab vom Schuss, wollte ich sagen. Und dann bin ich aus dem Spiel geflogen. Jetzt kommt hier noch was irgendwie, dass ich Tiere schneller großziehen kann. Ah! Heute gibt es irgendwie sehr, sehr viele Special-Aufgaben. Na gut. Hallöchen. Jetzt ist die Aufzucht deiner Tierbabys noch einfacher. Juhu! Nimm diese Babyfläschchen und probier es aus. Okay. Ah. Die Öhrchen. Dein Tier ist groß geworden. Genial. Dadurch kannst du Tiere viel effizienter großziehen. Okay. Oh, jetzt nimmt er die Ziege wieder mit. Ich dachte, jetzt kriege ich die Ziege hier geschenkt, aber nein. So, ich wollte noch die Tiere füttern. Damit war ich eigentlich gerade beschäftigt. Ich habe nämlich noch nicht alle gefüttert. So. So, wir jumpen da hinten ja rüber, um die Kuh noch zu füttern. Jo. Da war diesmal nur ein bisschen Geld drin. Oh, es ist noch nicht lang genug her, dass ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Deswegen kann ich momentan noch keine neuen Pakete verschicken. So, ja, Dünger. Ich habe 100 von 100. Den muss ich auch mal wieder verwenden hier. Der geht momentan komplett ins Leere. So, hier, wir können den Bau abschließen. Halt. Ich muss neues Futter. Erdbeeren gibt's. Wow.
So, hier. Das Häschen und den Esel noch. Ja, und ich habe jetzt hier den schattigen Trog fertig. Das heißt, ich kann jetzt 10 Tiere mehr halten. Oh, und die rote Schleife für Häschen. Oh, es gibt Spezialfutter. Du hast eine Schleife für dein Tier erhalten. Hier ist deine Superfutterbelohnung. Yeah! Und die Häschen gehen auch voll ab. Okay, das hier kann ich noch nicht ernten. Das dauert noch ein bisschen. Versunkene Schatzkiste. Hier, das hier. Gott, wie sieht mein Feld aus gerade? Unmöglich. So, das kann ich noch ernten. Ein Kautschuk. Das leckt es gerade ein bisschen. Wow, guck mal, wie cool die aussehen, wenn ich die zugeschnitten habe. Das ist ja mal richtig Hammer. Voll schön, oder? Im Vergleich zu den anderen. Ich meine, die anderen sehen auch hübsch aus, aber die hier, wow. Krasse Sache. Ja, wir sind kurz davor, die nächste Stufe zu erreichen. Müssen wir gleich mal gucken. Wie viel fehlt mir denn noch? 101 EP bis zur nächsten Stufe. Das wäre cool, wenn wir das jetzt heute noch schaffen würden. Aber ich glaube, das wird eng. Ich fürchte, das wird wirklich eng. Was können wir hier noch machen? Maismehl, 2 Schüsseln. Wie viel kann ich denn davon schon herstellen? Eine, mir fehlen noch 5 Mais. Das dauert aber nicht mehr so lang, dann ist der auch schon ready. Können wir vielleicht nochmal Teig herstellen? Oder habe ich gerade nicht genügend? Nee, dafür fehlen mir jetzt noch wieder 2 Eier. Oh, das ist zum verrückt werden. Kann man eigentlich auch Tiere verkaufen? Weil sonst würde ich mir jetzt vielleicht noch ein paar mehr Hühnchen holen. Um die Aufgabe schneller fertig zu bekommen. Ach, hier, guck, da kann ich auch noch den Bau abschließen. Was war denn das nochmal? Das war auch eine Tränke, ne? Oder? Ja, das war eine Tränke. Das heißt, wir können nochmal ein paar mehr Tiere halten. Jetzt haben wir Platz für 30 Tiere hier auf unserem Hof. Ja, so viel müssen wir erstmal unterbekommen. So, genau, jetzt können wir hier den Mais ernten und dann reicht es auch, um diese Aufgabe abzuschließen. Da bekommen wir ja auch nochmal Erfahrungspunkte für. So. Ja, warte mal. Einmal verkaufen wir es jetzt gerade schon mal. Und jetzt stell das her. Jetzt können wir das nämlich noch einmal herstellen. So. Erstmal wieder rauszoomen hier. Okay, und jetzt können wir es noch einmal verkaufen. Und dann bekommen wir auch nochmal wieder Erfahrungspunkte. Immerhin 10 Stück. Gut, wie viel fehlt uns jetzt hier noch? 64 EP noch. Kriegen wir das noch irgendwie hin, diese Folge? Irgendwas jetzt hier pflanzen, was ultra lange dauert normalerweise. Einen Tag, die Sonnenblumen zum Beispiel. Oh, Brokkoli. Jetzt, ich habe voll Bock auf Brokkoli irgendwie. Ja komm, pflanzen wir die Sonnenblumen an. Warum leckt das gerade so? Das Blöde ist, ich habe nicht mehr für alles genug Dünger. Genug Wasser, sorry. Die Reihe hier werde ich schon nicht mehr komplett schaffen. Doch, die habe ich noch genau geschafft. So, düngen. Das machen wir auch nochmal. Gibt auch alles Erfahrungspunkte. So. Mal hier 28 Erfahrungspunkte. Das müssen wir nur noch irgendwie
Ah, guck, wir können die Bäumchen, die können wir auch alle düngen. Das machen wir doch glatt. Wir haben so viel Dünger. Dann machen wir das doch und verdienen uns noch ein paar extra EP dazu. Ist ja immerhin noch mal ein EP pro Bäumchen. Und wie gesagt, ich meine, ich habe so viel Dünger, warum nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt gleich alles ready. Und da haben wir schon wieder was. Bauen einen Düngerbehälter. Füttere deine Tiere, um den Behälter zu füllen, okay. Was bekommen wir denn hier momentan alles gratis um die Ohren geworfen? Das ist ja phänomenal. Den bauen wir da unten mal noch hin. Aber ich weiß nicht, warum ich permanent auf den Desktop fliege. Okay, wir müssen dafür Tiere füttern. Jetzt düngen und Bonuspflanzen anbauen. Dünge deine Pflanzen, um sie schneller zu meistern. Dünger rächen kann ich aber auch gerade nicht, oder? Doch, Nachricht verschickt. Okay. Ja gut, und die sind jetzt alle gedüngt, die Bäumchen oder wie oder was? Nee, sind sie noch nicht, weil ich ja mittendrin auf den Desktop gekickt wurde, beziehungsweise sich das Spiel geschlossen hat. Wie 19 EP? Ich habe doch eben schon weniger gebraucht. Was zur Hölle? Hier, ihr könnt euch doch mal noch so ein bisschen um meine Pflanzen kümmern. Ich habe nämlich nicht mehr so viel Wasser. So. Ich kann leider gar niemand mehr als Farmarbeiter einstellen. So, die beiden noch. Noch 2 EP. Hey, cool. Wenn ich jetzt nämlich alles dünge, beziehungsweise 2 Felder dünge, das reicht schon. Bei der Boom, bei der Bang habe ich ein Level Up und werde Stufe 16, müsste es jetzt sein, ne? Aber es leckt gerade alles ziemlich. Es tut sich gerade nichts. Bin ich ja Stufe 15 geworden? Ja, Tatsache. Ein Minischwein haben wir freigeschaltet. Ein Minischwein. Den Birnenbaum, Schale traditioneller Erdbeercreme. Boah, stolz. Oh Gott, lecker. Und ein super Luxussprinkler, okay. Genau, und nämlich an diesen Punkt wollte ich gerne kommen. Jetzt können wir nämlich hier nochmal alles abernten. Und können hier nochmal richtig alles Mögliche auskosten. Eine Riesensonnenblume, Meisterung. Wow, es gibt auch direkt nochmal richtig fett EP obendrauf. Dann haben wir noch eine Sonnenblume, noch eine Riesensonnenblume, noch eine Riesensonnenblume und noch eine Riesensonnenblume. Wahnsinn! So, jetzt können wir unsere Tiere nochmal füttern. Soweit Futter da ist, danach müssen wir nochmal was. Was ist das jetzt? Tierisch gut. Eröffne eine gemütliche Unterkunft für Tiere, die zu Besuch kommen. Tierunterkunft bauen. Was zur Hölle? Was haben wir denn hier heute alles an neuen Sachen? Ein Silberstreif am Horizont. Juhu, du hast eine Standardgenehmigung erhalten, mit der du ein Zimmer in deiner Tierunterkunft eröffnen kannst. Katrin, hast du gehört, dass Radfahrer durch Farmville fahren? Nein, hatte ich eigentlich nicht, aber gut. Einige unserer Farmer wollten unbedingt mit ihnen einen kleinen Ausflug machen. Ihre Tiere brauchen eine Unterkunft, wenn sie weg sind. Wenn deine Unterkunft erfolgreich ist, kannst du entweder ein süßes Kalb gewinnen oder diesen hübschen Steinbrunnen. Oh, wow, das war wirklich hübsch. Also das Kalb oder den Brunnen? Okay. Aha. Und Rampen. Gut. Ja, ne, dann gucken wir halt mal. Aber wir waren eigentlich gerade dabei, unsere Tiere zu versorgen hier. Das dürfen wir nicht vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen. So. Ah, wir bekommen jetzt regelmäßig noch diese Standardgenehmigungen anscheinend. So, jetzt muss ich nochmal Futter herstellen. Ich
habe ja jetzt jede Menge Sonnenblumen angebaut eben. Ups, das wollte ich eigentlich gar nicht, das jetzt schon zu ernten. Na gut. So. Da kriege ich ja jede Menge von. Wow. Ich bin gespannt, wie wichtig diese Münzen sind im Spielverlauf jetzt. So. Der hier auch noch. Genau, jetzt kann ich die hier unten, die kann ich jetzt auch noch ernten. Und jetzt musste ich ja, ich glaube Papyrus war das, was ich brauchte. Das kann ich als nächstes anbauen. Meine Güte. Nee, Wasserbambus musste ich anpflanzen. Dann können wir hier trocknen. Wir haben keinen Kraftstoff mehr, okay. Ach, da waren noch andere Sachen drin. Aha. Und wir haben hier nochmal zwei Baumscheren. Die verwenden wir jetzt... Nee, reicht das für einen Baum überhaupt? Die zwei Baumscheren? Ich brauche ja nicht pro Baum. Nein, dafür jetzt schon wieder nicht. Macht nichts. So, wir ernten jetzt hier erstmal noch das alles ab. Meine Güte. Man bekommt wirklich direkt nach einem Level ab, bekommt man nochmal richtig dick EP unmittelbar wieder dazu. Wir haben eine traditionelle Olive geerntet. Alles ganz traditionell hier, aber wir haben eine traditionelle Olive geerntet, wenn die Bäume eigentlich noch nicht ausgebaut sind. Die sehen ja nicht so aus wie diese hier. Naja, gut, ne? Gucken wir mal, wie weit wir hier mit dem Wasser kommen. Die traditionellen brauchen ja etwas weniger. Kann ich jetzt vielleicht auch nochmal Teig herstellen? Müsste doch langsam wieder aufgehen. Ja, das kann ich wieder einen herstellen. Weizen brauche ich jetzt noch wieder für Teig. Manometer hier. Wahnsinn, was ich hier alles machen muss. Weizen, Weizen, Weizen. Da. Bauen wir jetzt sonst noch überall an, aber das Wasser wird so oder so nicht reichen. Dann hole ich jetzt noch wieder Wasser raus. Ich würde sagen, das Wasser, die 20 Wasser, die ich dann bekomme, die packen wir hier erstmal wieder in Weizen rein. Beziehungsweise haben wir hier noch zwei Farmarbeiter, die sich nützlich machen können. Da brauchen wir schon mal wieder 8 Wasser weniger für unsere Felder. So, also heute haben wir auf jeden Fall riesengroße Fortschritte hier gemacht. Wahnsinn. Reicht das jetzt für alle? Kann ich auf jeden Fall danach nochmal düngen? Es hat genau gereicht. Oh mein Gott. Lucky. So, die werden jetzt auch nochmal gedüngt. Das hier düngen wir auch alles nochmal. So, also jetzt geht's ja aber ab auf der Farm. Ich darf nur nicht vergessen, das zu ernten. Das wäre jetzt wirklich ärgerlich. Guck mal, wie viele EP wir schon wieder gemacht haben. Wir haben schon fast wieder 1000 EP zusammen. Richtig krass. Richtig, richtig krass hier. Ja, eine sehr, sehr erfolgreiche Folge Farmville, würde ich sagen. Ich verabschiede mich jetzt für heute erstmal wieder von euch. Ja, wie es dann nächste Woche weitergeht, das wird sich zeigen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal ein schönes Wochenende. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, unter der Woche in ganz vielen anderen Videos wieder. Wie gesagt, nächstes Wochenende schauen wir dann einfach mal. Also dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!